So, Let's Play Skyrim Teil 3. Hier sind wir letztes Mal unterbrochen worden. Wieder einmal, denn meine Festplattenpartition war voll. Das ist leider ein bisschen blöd gelaufen. Deswegen fehlen jetzt hier auch noch die nächsten 10 Sekunden nach dem letzten Video quasi. Aber es geht dann hier auch direkt weiter. Und wir wollen dann mal gucken, ob wir hier vorne nicht ein paar Leute anzünden können. So. Wollen wir doch... ihn anzünden und von dem anderen Bogenschützen hier. Nein, er hat mich getroffen. Dafür wird er büßen. So. Das hat aber funktioniert. Seht nach, ob der Weg frei ist. Ich würde sagen, das waren alle. Und jetzt haben wir auch Zeit hier. Einfach mal hier zu wechseln. Wurde ich drum gebeten. Deswegen ist jetzt das Schwert in der rechten Hand und der Zauber links. Und was mir auch noch eingefallen ist, wir haben ja gerade in dieser einen Zelle noch ein Zauberbuch gefunden, was wir jetzt lesen können. Das bedeutet, wir haben einen neuen Zauberspruch gelernt, nämlich Funken. Und den wollen wir doch gleich mal ausprobieren. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, dann gucken wir uns hier nochmal ein wenig um, nehmen das Menschenfleisch mit. Schwerter haben wir jetzt, glaube ich, genug, würde ich mal sagen. Auch alles nur Klumpatsch. Die Sache ist halt, das meiste braucht man hier wirklich nicht. Ja, ich komme gleich. Die haben es hier immer wirklich furchtbar eilig, muss man sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass ich hier so gehetzt werde. Man muss sich auch mal Zeit für die kleinen Dinge nehmen. In den habe ich schon reingeguckt, wenn ich mich nicht irre. Auch wenn das jetzt etwas eklig klingt, dass ich in eine Leiche reingeguckt habe. Oh. Aber gut. Weiter geht's. So, hier um die Ecke. Geradeaus. Und hier werden wir auch schon freudig erwartet vom Ralof. Ein Hebel. Ich nehme an, jetzt geht hier diese Falltür runter. Was auch immer das ist. Steg, Tor, Brücke. Fallzugbrücke. Keine Ahnung. Wow, es wackelt. Alles wackelt. Wo ist er? Ralof. Ja, wie, wir müssen weiter. Ich bin schon längst viel weiter als du selber. Und du hinkst hinterher. Muss ich hier durch? Auf jeden Fall kann ich da durch. Und deswegen werde ich auch da durchgehen. Denn wir wollen uns ja immer hübsch umsehen. Zaubertrank der Kleinheilung. Gold. Wahnsinn. Und noch mehr Gold. Wo geht's denn hier hin? Kommt Ralof auch hier lang? Ich weiß ja nicht. Wir gucken einfach mal, wo es hier hingeht. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ach, hier war diese... Ach, so. Hier war diese Zugbrücke, über die wir gerade gekommen sind. Über die ich noch gesprochen hatte. Und die ist kaputt gegangen scheinbar. Und deswegen müssen sich die anderen einen anderen Weg bahnen. Okay. Gut, dann konnte ich das jetzt auch mal nachvollziehen. Warum er da noch innegehalten ist. Aber wir lassen es uns jetzt hier nicht weiter aufhalten. Und laufen immer weiter diesen ersten Dungeon entlang und sammeln noch mehr Gold ein. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Irgendwo? Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Irgendwo muss das hier hinführen. Hier sind auch keine Sachen, die ich... Oh, warte mal. Oh, da sind Spinnen. Ja, Leute. Also wer jetzt eine Spinnenphobie hat, der sollte lieber weggucken. Oh, das Meer. Nein, nein, nein. Oh. Alle unter Strom setzen, dann sind die elektrifiziert. Oh, mein Mana ist auch schon wieder alle. Dann können wir einen Angriff auf die Spinne machen. Ich so. Hasse diese verdammten Biester. Die haben viel zu viele Augen. Ach, ist doch hübsch. Gut, Frostbisspinnen. Da finden wir in der Regel etwas Gift. Das nehmen wir auch mal mit. Denn das ist durchaus praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch. Frostbissgift. So waren das alle schon. Habe ich in alle reingeguckt? Hier noch nicht. Okay, ich glaube, das waren jetzt alle.
Aber hier gibt es noch viel mehr zu entdecken, denn hier sind diese komischen Eierkapseln von den Spinnen. Oder Eierbeutel. Und dann nehmen wir noch die Spinneneier mit, denn das sind auch alchemistische Zutaten. Und wie wir ja mittlerweile wissen, sind die immer sehr hilfreich, genauso wie die Dietriche. Apropos Dietrich, ich habe natürlich vergessen, die eine Mod auszustellen in Sachen Schlösser knacken. Ist mir jetzt aber auch gerade ehrlich gesagt total egal. Dafür unterbreche ich das jetzt nicht nochmal. Vielleicht denke ich beim nächsten Mal dran. Ansonsten werdet ihr euch damit abfinden müssen, dass ich beim Schlösserknacken nicht die anspruchsvollsten Aktionen durchführe. Es wird also leichter für uns sein. Noch mehr Spinneneier irgendwo? Nein, ich glaube. Aber hier oben ist noch Skiverschwanz. Das ist auch eine Zutat. So, dann will ich auch noch mal ins Alchemie-Menü gucken. Alchemie-Menü, Alchemie-Menü. So, ist da irgendwas, was wir uns noch nicht reingezogen haben? Skiverschwanz. Ausdauerregeneration senken kann der. Und was macht ein Spinnenei? Ebenfalls, okay. Gut zu wissen. Ja, jetzt wurde unsere Ausdauerregeneration gesenkt. Unglaublich. Und was wir auch noch machen wollen, wir können ja jetzt mit unseren neu gewonnenen Giften unsere Klinge einschmieren. Und das verursacht dann, lass es mich nochmal nachgucken, nicht, dass wir das jetzt... blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Das ist doch gut. Ja, und dann wollen wir nochmal schauen, wen wir gleich so treffen, der das dann abkriegt. Übrigens, entschuldigt, wenn ich mich die ganze Zeit räuspere oder rumhuste. Aber meine Raucherlunge fiepst noch ein wenig. Okay, den Eisendolch lasse ich da liegen. Lasse ich liegen. Und wir haben gerade noch einen tollen Trank gefunden. Kann man die hoch? Wahnsinn! Aber hier ist gar nichts. Das wäre doch cool gewesen, wenn jetzt hier noch eine schicke Truhe stände oder so. Dann hätte sich das auch gelohnt hier, der anstrengende Aufstieg. Direkt vor uns ist eine Bärin. Oh! Sie? Ja! Eine Bär. Möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Ich aber. Lasst ich will mich mit den Bären anlegen. So, Schwarzdornmet. Der scheint was wert zu sein. Und so ein Helm. Gucken wir uns gleich an. Wow. Was war das denn jetzt? Mann ey. Diese komischen Kutschkarren hier, die sind echt ein bisschen bewegungsempfindlich. Da muss man nur kurz vor dran stoßen und schwupps fliegen die hier einmal quer durch die ganze Höhle. Gar nicht so toll. So, wie war das jetzt? Schleichen, hat er gesagt. Oh, ja, das hat ja prima funktioniert mit dem Schleichen. Aber dann Plan B. Einfach mal. Attacke. So. Und Kopf ab. Okay, der hätte jetzt ruhig mal abfallen können. Egal, das war ein cooler Finishing-Move. Scheinbar war das Gift auch sehr effizient. Hat zwar nicht lange was gebracht, da das jetzt nicht mal 5 Sekunden gedauert hat, aber egal. Und wir nehmen uns die Klauen und den Pelz mit. Und hier liegen überall ganz viele Knochen. Scheinbar wohnt dieser Bär hier schon eine ganze Weile und war fleißig. Irgendwas noch zu entdecken? Nein. In Ordnung, dann gehen wir weiter. Noch mehr Knochen. Waren das vielleicht 2? Dass hier noch ein anderer Bär rumlungert? Na gut, jetzt gucke ich da oben. Da wird er vermutlich eher nicht sein. Wow, was war das? Was war das? Bin ich beschossen worden? Nee. Ja, scheinbar sind die Skelette hier noch ein wenig lebendiger, als man meinen könnte. Und ebenso ein wenig rachsüchtig. Aber Leute, ich bin nicht der Bär. Ich habe euch gar nicht gegessen. So, Ralauf. Wie findest du das, wenn ich über dich drüber springe? Jetzt sind bestimmt super. Okay, und dann würde ich sagen, sind wir jetzt draußen und haben damit in Anführungsstrichen den Prolog abgeschlossen und können mit dem eigentlichen Spiel beginnen. Und von nun an stehen uns auch alle Möglichkeiten dieser Welt in Skyrim offen, wenn ich mich nicht irre. Abgesehen natürlich von irgendwelchen Quests, die dann eingeschränkt sind, dass man die erst ab einem gewissen Level anfangen kann oder sowas ähnliches, aber das werden wir dann noch früh genug erfahren. Wartet! Und stürzen uns ins Gefecht. Wow! Wow, wow, wow! Verstecken! Taschendiebstahl?
und schon aha. Ist er wieder weg. Diese sieht Person so aus, kann nicht gestohlen werden. Ja, sowas hätte ich auch gerne. Diebstahlschutz. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmern. Ach, ist das schön hier. Besser. Skyrim, Wahnsinn. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald. Oh. Sie wird okay, wir laufen jetzt einfach dann mal nach Flusswald. Wie es uns viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute wurde. Nicht geschafft. Schmetterling, blauer Schmetterling, Bergblume, noch mehr Bergblumen und noch mehr Bergblumen, Disteln und noch was? Oh, noch violette Bergblumen, geil! Da drüben sind noch mehr Bergblumen, das sehe ich doch schon von da hinten. Mehr und noch mehr. Die nehme ich immer alle mit, denn daraus kann man prima Tränke bauen. Und Tränke sind schon so eine optimale Angelegenheit. Wenn es darum geht, auf höheren Schwierigkeitsstufen zu überleben, dann muss man sich dann ab und zu mal irgendwas reinziehen. Sonst kann es auch schon mal böse ausgehen. Ich pflücke die schönen Blumen. Blum, blum, blum. Blum, blum, blum. Disteln. Disteln? Sind Disteln eigentlich nur Disteln oder sind Disteln auch Blumen? Das wüsste ich gerne. Kann ich jetzt leider schlecht googeln. Sonst würde ich es tun. Ich glaube, ich finde das mal bis zur nächsten Folge heraus. Das ist das Ödsturzhügelgrat. Wo ist das Ödsturzhügel? Das hier? Wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Scheint ja eine üble Gegend zu sein hier. Am Ödsturzhügelgrab. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es das ist. Beziehungsweise ich weiß, dass es das ist. Und tue jetzt so, als wenn ich es nicht wüsste. Denn ich versuche ja natürlich so wenig wie möglich zu spoilern, damit es ja auch spannend bleibt. Sind hier gar keine Blumen mehr am Wegesrand? Das könnten ruhig mal wieder ein paar mehr sein. Aber hier ist nur blödes Gestrüpp und Unkraut und Farn. Oh, was haben wir denn da? Okolyten. Okay, es sind Wächtersteine. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. 13. Na los, seht selbst. Selber sehen. Okay. Also, wenn man sich jetzt mal die Bilder hier schon anguckt, dann sieht da schon, steht ja auch dran, Magierstein. Dann ist das hier der Magier, hier der Krieger. Und da drüben dann wahrscheinlich der Schurke. Oder Diebesstein, ja. So, und dann müssen wir uns natürlich entscheiden. Und aufgrund meiner persönlichen Vorliebe ist natürlich jetzt die Wahl zwischen einem dieser beiden Steine. Und in der Regel... Was heißt in der Regel? Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Magierstein, denn dann skillen alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Da stehe ich doch drauf. Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ja. Ich maße mir da kein Urteil an. Das hoffe ich auch. Ansonsten geht's böse aus, denn ich bin jetzt ein Kampfmagier und würde dich übelst frisch machen. Auch wenn ich dich nicht bestehlen kann. Naja. Oh, ein Wasserfall. Wahnsinn. Erstaunlich, wie schön das hier ist. Ob sich das wohl... Ich weiß nicht, ist das riskant, da jetzt reinzuspringen? Ich habe da irgendwie Lust drauf. Wir springen jetzt hier ins Wasser. Wow, wow, und wir hängen fest. Ich hänge fest? Das gibt's gar nicht. Nein! Okay, es war eine verdammt blöde Idee, jetzt da reinzuspringen. Nein, wir hängen tatsächlich fest. So ein Scheiß. Okay, dann unterbreche ich das mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder. Und jetzt wollen wir doch mal einen neuen Versuch wagen, in den Wasserfall zu springen. Ich will da jetzt runter. Hui! Ja, das hat doch diesmal wesentlich besser geklappt. So, jetzt müssen wir auch gar nicht mehr laufen bis nach unten. Wir können uns hier einfach ein bisschen treiben lassen. Herrlich. Lalala. Lalala. Okay, jetzt hängen wir wieder fest. Aber ich glaube, wir gehen mal wieder aus dem Wasser raus, auch wenn das sehr schön war. Und erfrischend. Und wir sind jetzt auch wieder ganz toll sauber nach diesem Massaker da gerade in der Höhle. Und der Aufregung mit dem Drachen. Oh! Aber ich glaube, wir müssen doch nochmal ins Wasser. Hier springen ja Fische den Wasserfall hoch. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht ein bisschen... Oh, Bear Grylls-mäßig hier uns die Fische rausfangen. Ach,
Das ist aber knifflig hier. Das muss, oh, nein. Okay. Ich stelle mich jetzt einfach hier auf den mittleren Stein. So, wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen. Los, Fischis, hier kommt alle in meine Hände reingeflogen. Hallo. Habe ich einen gekriegt? Nein. Immer noch nicht. Ach, Mann. Scheiß Lachs, Alter. Nein. Ich bin echt zu schlecht. Ah. Also, irgendwas mache ich falsch. Ich bin einfach nur zu langsam oder so. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr Counter-Strike spielen sollen früher oder so. Muss hier nochmal versuchen. Vielleicht ist hier eine bessere Stelle. Okay. Ich gebe es auf. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Scheiß Lachs, Alter. Ah, guck mal. Hier. Geil. Haben wir doch noch Lachsfleisch gefunden. Ja, so kann's gehen. Machen wir es uns doch einfach mal einfach. Oh, Pilze. Und ich höre Wolfsgejaule. Aber wo sind sie? Da oben! Oh! Angriff! Los! Ah! Geht wieder rund hier. Auch schon tot. Das war ja jetzt ein bisschen. Das war zu einfach. Zap! Und nochmal. Boah, Finishing Move! Gib ihm! Scheiß Wölfe, ey. Und schon wieder ist mein Schwert komplett dreckig hier. Mann. Wolfspelz. Wolfspelze sind auch eine prinzipiell praktische Sache. Sollte man immer einsammeln, wenn man vorhat, sich später Sachen zu schmieden. Denn aus den Fellen kann man sich dann Leder machen, beziehungsweise Lederstreifen auch, die eine sehr wichtige und häufige Zutat beim Schmieden sind. Und für so gut wie alles gebraucht werden. Was sehe ich da oben? Das ist doch eine Erzader. Ja, Tatsache. Aber, oh nein, ich glaube, wir haben noch gar keine Spitzhacke. Wir probieren es einfach mal aus. Nein, wir haben noch keine Spitzhacke. Müssen wir uns erst besorgen und dann können wir auch eigenes Erz abbauen. An solchen Minenstellen, die übrigens durch eine Mod, die ich installiert habe, keine Ahnung, wie die heißt, finde ich raus, wenn ihr unbedingt wollt. Hier sind diese Adern etwas hervorgehobener, weil im normalen Vanilla-Game hat man die einfach absolut nicht erkannt und ich habe da kein einziges Mal irgendwo irgendeine Art von Metall abgebaut, weil man diese Adern überhaupt gar nicht erst wahrgenommen hat. Ja, das ist durch diese Mod um einiges besser geworden. Und wir sammeln hier weiter fleißig Blumen. Ich hoffe, das ödet euch nicht allzu sehr an, Blumen sammeln. Aber das muss auch mal sein, ja? Es geht nicht nur ums Kämpfen. Denn auch die Alchemie ist eine tolle Angelegenheit, die einem im Spiel viele Vorteile bringt. Unter anderem auch Geld. Ist manchmal sehr viel wert. Aber wir werden das weiter verfolgen. Und ansonsten, wenn ihr absolut total dagegen seid, dass ich hier mich irgendwie mit Blümchen pflücken und Schmetterlingen fangen und Tränke brauen beschäftige, dann schreibt das halt in die Kommentare. Dann überlege ich mir das vielleicht nochmal. Und prinzipiell, wenn ihr Wünsche habt, dass das Ganze etwas interaktiver gestaltet wird, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde mal gucken, ob ich mich dann dran halten kann. Ist denn nun schon wieder Mutter? Will, wie auch immer. Oh, da ist ja noch mehr Kohl. Kohl, 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 Kohl. Kohl, ganz viel Kohl. Was habt ihr da aufgehoben? Kohl. Mann, hätte ich das doch nur zuerst gesehen. Ihr seid so ein Glückspilz. Vielen Dank. Ich weiß. Ich habe heute auch irgendwie einen guten Tag. Erst habe ich den Drachenangriff überlebt, bin meiner Hinrichtung entkommen und dann finde ich noch Unmengen an Kohlköpfen. Besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden. So, und ich glaube, muss ich jetzt zu ihm? Nee, ich muss zu dieser, zu der Mühle. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh, das Hühnchen. Hühnchen! Ob ich das Hühnchen wohl töten darf? Wir probieren es mal aus. Speichern. Hühnchen! Ah! Oh, oh. Das war Kopfgeld. Jetzt, aber... Ah! Jetzt schießen die auch noch auf mich. Nein! Sterbt alle! Okay. Bist du... Nein. Ach, das ist doch jetzt Mist. Hätte ich immer das scheiß Hühnchen nicht angegriffen. Ja, okay. Ich lade einfach nochmal das Spiel. So. Und da sind wir wieder. Mit lebendem Hühnchen. Mann, dass sie so einen Aufstand machen wegen dem scheiß Huhn. Der Hund ist aber auch ein bisschen gehbehindert, kann das sein? Ist ja auch nicht normal, wie der hierher watschelt. Aber okay, ist ein süßes Ding, ne? Hallo Hühnchen.
Hallo. Ja. Brav. Mach Sitz. Ja, brav. Oh. Stump heißt der. Stump. Hallo Stump. Du bist schon ein Feiner, ne? Ja. Okay. Onkel Ralauf. Ach, ihr seid verwandt. So, und wen haben wir hier? Die Gerdur. Genau, zu der mussten wir doch hin. Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. In der Mühle. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Geil, jetzt sind hier Vorräte. Und ich kann mich jetzt hier einfach mal frei nach Schnauze bedienen. Deswegen nehme ich hier alles mit. Alles mitnehmen. Es ist ja umsonst. Und wer weiß, wo man es dann noch wieder verkaufen kann. Ein bisschen was kriegt man immer dafür. Und wenn es schon umsonst ist. Ah, Drache hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Ja, okay. Ein Drache. Ein Drache. Ach, ist auch egal. Es war ein Drache. Ralof wird das euch bestätigen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Ja. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Okay, dann wollen wir mal zum Jarl uns aufmachen und hoffen, dass der dann auch sieht, dass wir aussehen wie jemand, der wirklich einen Drachen gesehen hat. Auch wenn ich mich frage, wie jemand aussieht, der gerade einen Drachen gesehen hat. Könnte ich vielleicht demnächst mal irgendeinem Freund von mir erzählen. Hey, du siehst aber auch wieder aus, als hättest du gerade einen Drachen gesehen. Ein Fass. Salz, noch mehr Salz. Mittlerweile haben wir schon Unmengen an Salz und Kohl. Kann man aus Salz und Kohl nicht vielleicht auch was Leckeres kochen? Irgendwas Schickes? Hm? Lecker, lecker. Obwohl, bevor wir uns jetzt nach Weißlauf aufmachen, wollen wir doch erst nochmal hier gucken, ob der Händler noch geöffnet hat. Hier, Händler. Und ich springe immer so gern für die Schilder hier. Auch bei Oblivion schon. Tolles Feature. Physik. Bewegende Schilder. Grandios. Könnte ich stundenlang machen. So, das Handelskontor hat noch geöffnet. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Hallo. Bing, bing, bing. Ja, ist nicht schlimm, dass ich das jetzt gehört habe. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, darauf hatte ich doch gehofft. Aber erstmal nachfragen, ob hier was passiert ist. Ja, es gab eine Art Einbruch. Oh. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Massives Gold klingt gut. Das hört sich nämlich wertvoll an. Da müsste doch dann mindestens eine Belohnung rausspringen, wenn ich die wieder besorge. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Tada! Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturzhügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Au! Zum Ödsturzhügelgrab. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, nicht. Ach, bei den Acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Ja, zu freundlich. Werde ich hier dann auch noch aus der Stadt begleitet. Aber erst wollen wir hier doch noch ein wenig einkaufen. Zeigt diesen Dieben, dass man Lucan Valerius nicht mit Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, Krimskrams. Auf den bin ich doch scharf. Beziehungsweise will meinen Krimskrams erstmal loswerden.
Deswegen gehen wir unten auf unser Inventarfenster und schauen nochmal, was wir hier so haben. Beschlagene Rüstung. Okay. Das Ding ist über. Wird verkauft. Unsere Blumen behalten wir natürlich alle. Wir gehen hier einfach mal der Reihe nach. Axt. Kann weg. Pfeile brauche ich auch nicht, aber die... Okay, die heben wir lieber mal auf für den Fall der Fälle. Weil die eh nichts wert sind. Dann behalten wir auch den Bogen noch. Man kann ja nie wissen. So, und so ein Helm ist zwar... Na, also vom Verteidigungswert ist der natürlich besser als meine Kapuze. Aber meine Kapuze steigert auch mein Magicka um 30. Und eigentlich müsste ich mir auch nochmal diese Robe gönnen, aber... Gut, das wird man dann noch sehen. Vielleicht mache ich mir auch einen reinen Magier. Oder einen reinen Krieger. Muss ich mal gucken. Oder ich mische die. Und bleibe bei meinem Kampfmagier. Was haben wir denn da? Zerstörungszauber kosten 12% weniger Magicka. Das ist doch eine geile Sache. Das behalten wir doch mal auf jeden Fall. Okay, dann brauchen wir die Rüstung auch nicht. Noch irgendwas, was wir verkaufen können. Also das behalte ich erstmal noch alles. Den Helm können wir dann weghauen. Die Stiefel brauchen wir dann auch nicht. Und den Helm, komm, wird verkauft. Zaubertränke. Noch irgendwas, was man da nicht mehr braucht. Oh! Ja, guck mal, das ist doch auch praktisch. Für 60 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Das ist immer gut. Und hier so Lebensmittel haben nicht wirklich einen Sinn in diesem Spiel. Abgesehen davon, dass die manchmal so ein bisschen hier die Lebenspunkte aufwerten. Aber da scheiße ich drauf, ich habe ja Tränke, deswegen wird hier alles verkauft. Oh, alle. Ja, guck, schon 12 Kohl, die wir eingesammelt haben. Ast rein. Und auch für den Lachs bekommen wir jetzt noch ein paar Münzen. So lob ich mir das. Ach komm, auch weg. So, und schon haben wir 236 Gold zusammen. Das ist doch immerhin etwas. Das Buch wollten wir ja noch behalten. Pelz. Dietrich und noch mehr Pelz. Wird alles erstmal behalten. Mal gucken, was der Typ so verkauft. Und bin ich mal gespannt. Eigentlich geht es mir hier überwiegend um die Zauber. Zauber. Aber leider hat der hier keinen Lichtzauber im Angebot. Den hätte ich ja gerne gehabt. Denn es ist ja schon dunkel draußen und da sieht man nicht wirklich viel. Und wir haben auch keine Fackeln. Aber egal. Jetzt gucken wir mal hier. Werbegeschenke, da gibt es doch immer was umsonst. Ein außergewöhnliches Wollknäuel. Da sollten sich manche Leute nicht wundern, wenn denen das nicht bekannt vorkommt. Das gehört auch zu einer Mod. Und hier ebenfalls noch etwas, was zu dieser Mod gehört. Ein Buch. Aber dazu kommen wir dann auch noch später. Da will ich mich jetzt noch gar nicht drum kümmern. Und... Nun kommen wir aber zu einer ganz tollen Mod. Midas Magic nennt sich das Ganze. Und dazu gehört auch dieser Aurum-Reaktor. Und jetzt wollen wir den einfach mal öffnen und nehmen uns dieses Buch mit. Und seid vorgewarnt, das ist komplett auf Englisch. Aber ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu übersetzen. Und hier drin sind neue Zaubersprüche aufgelistet und Zutaten, die wir brauchen, um diese Zauberbücher herzustellen. Und wir brauchen... Für jeden Zauber, den wir erstellen wollen, einen Goldbarren und dann noch diverse andere Utensilien. Und im Laufe des Spiels will ich natürlich versuchen, so viele Zauber wie möglich hier zusammen zu bekommen und euch die zu zeigen. Und da gibt es ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Machtangriffe, so Star Wars mäßig, könnt ihr dann tatsächlich dann Leute dazu euch ranziehen oder die wegdrücken. Oder man kann auch einen kleinen Drachen beschwören, der dann mit einem kämpft. Und da gibt es die tollsten Sachen. Und ja, so sieht das aus. Ich kann euch die Mod nur empfehlen. Und dann haben wir das auch erledigt, würde ich mal sagen. Und machen uns dann jetzt aber endgültig auf den Weg nach Weißlauf. Tada, tada, tada. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Es ist richtig dunkel. Könnt ihr ihn sehen. Richtig, richtig dunkel. Man sieht echt kaum die Hand vor Augen hier. Und das stört mich auch ein wenig. Deswegen würde ich sagen, wir konnten doch hier noch... Jetzt gucken wir doch mal auf die Karte. Ja, das haben wir gelesen. Und drücken hier L für die lokale Karte und gucken doch mal. Sven und Hilde. Okay, nee.
Dann sehen wir uns noch mal ein wenig weiter um. Denn in irgendeinem Haus waren wir herzlich eingeladen, dort Gast zu sein. Und können uns dann dort vielleicht ins Bettchen legen. Und eine Runde schlafen. Gerdurs Haus. Okay. Und mal gucken, vielleicht gibt es da auch noch was, was wir abstauben können. Oh, einiges. Hier, guck mal, da können wir uns doch bedienen. Ich habe gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Da, Kaninchenkeulen, Fasanenbrüste. Was haben wir hier noch? Oh, hier kann ich ja echt alles mitgehen lassen. Gold, Stahlbarren und noch ein Magikertrank. Sehr schön, sehr schön. Olaf und der Drache von Adonato Leotelli. Schwere Zeit, da, steht dann sind Legenden, Nord, nehme ich auch mal mit. Nein, mitnehmen, habe ich gesagt. Mitnehmen, so, jetzt haben wir es mitgenommen. Oh! Eine Kapuze. Sieht die gut aus? Die Kapuze? Oh, die sieht aber merkwürdig aus. Okay, lassen wir einfach mal da. Und ich glaube, die Stiefel, auf die können wir auch verzichten. Auch wenn die sehr, sehr schön sind, aber... Nein, muss nicht. Lauch! Hühnereier. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Viel Glück. Schlachterfisch. Noch mehr Kohl. Käse. Wow. Mögen hör mal, Kaninchen. Was soll denn das? Über meine Krämpfe wachen? Oder über meine Kämpfe? Ich hoffe nicht, dass... Haltet die Augen offen. Nicht, dass die über meine Krämpfe wachen. Kartoffeln. Ah, da können wir uns jetzt hier was kochen. Das ist ja toll. Kochen? Das habe ich noch nie wirklich richtig gemacht. Zum Beispiel gebratener Fasan. Das klingt doch auch sehr verlockend. Kaninchenkeule, Kartoffelkohlsuppe. Komm, wir machen jetzt mal einfach so eine Suppe. Ja, jetzt haben wir auch Salz und Kohl benutzt. Konnten wir tatsächlich was draus kochen. Hatte ich also nicht unrecht. Aber ich glaube, ansonsten lohnt sich hier nicht mehr sehr viel. Was ist denn so ein Wein eigentlich wert? Ich glaube, ich nehme doch mal den ganzen Wein mit. Und vertickt den nochmal eben im Handelskontor. Man kann ja nie wissen, was man dafür noch kriegt. Kessel ist nichts wert. Ja komm, wir nehmen hier den ganzen Wein mit. Muss man ja nicht selber trinken. Oh, hier ist ja noch mehr Schnaps. Ja, Astrein. Alles mitnehmen. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ja. Sorry, das war genug, was du getrunken hast. Den nehme ich dir jetzt weg. Ist jetzt mein Schnaps. Met. Geld. Nein. Den Korb wollte ich nicht mitnehmen. Den packen wir direkt wieder weg hier. Korb. So, fallen lassen. Da ist er wieder. Da, wo er hingehört. Krug. Genauso überflüssig. Truhe. Mit Gold. Kuhfell. Geil. Papierrollen. Brauchte ich Papierrollen irgendwo für? Ich glaube, das sind auch eine... Welche dieser übelst überflüssigen Items, die könnte ich höchstens eventuell später für meine Zaubersprüche benutzen. Also die Zaubersprüche, für die ich auch die Goldbarren benötige. Oh, okay. Scheinbar haben wir in diesem Haus den einzigen Gegenstand gefunden, den wir nicht mitnehmen dürfen. Gucken. Okay, also wenn ich mich in den Schleichmodus begebe, dann sehen die mich auch direkt. Dann müssen wir das wohl stehen lassen. Geheimnisvolles Akavir, Gold 3, Holzteller. Okay, dann haben wir es jetzt auch. Legen uns in das Bett und wollen dann mal schlafen. Und zwar lange. Soll ja wieder hell sein. Oder zumindest Sonnenaufgang. Dass man wieder etwas sieht auf der Reise. Denn nachts zu reisen ist ja sowieso immer ein gefährliches Unterfangen. Dieses Risiko wollen wir doch jetzt am Anfang, wo wir noch so schwach und wehrlos sind, nicht eingehen. Ich hoffe, euch in Windhelm zu sehen. Eine Kiste? Ah, die haben wir schon. Die haben wir schon geplündert, aber die hier auch, ne? Okay. Oh, doch nicht? Oder habe ich was drin gelassen? Okay, ich habe nur den ganzen Klumpatsch drin gelassen. Dann haben wir das jetzt erledigt. Verkaufen wir jetzt nochmal die Krempel und dann geht's endlich nach Weißler. Oh, was sind aber Büffel hier? Aber ich nehme an, den kann ich eh wahrscheinlich wieder nicht umknüppeln. Sonst kriege ich wieder Ärger, genauso wie ihr blöden, immunen Hühnchen. Dafür habt ihr alle Dioxin, Schweine. Obwohl, die Schweine haben es ja noch nicht. Oder? Ach, ich will es gar nicht wissen. Besser ist, wenn man sich über sowas gar keine Gedanken macht.
Kartoffeln. So, hinein ins Kontor. Ach, sie ist auch wieder da. Ich dachte, du wolltest mir den Weg aus der Stadt zeigen. Stück. Zeig diesen Dieben. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, wollen wir doch mal sehen, ob die Kartoffeln, die ich dir verkaufen will, auch Schätze für dich sind und wie viel ich dafür noch krieg. So eine Kartoffel. Guck, die ist gar nichts wert. Von wegen Schätze. Ja, egal. Wir verkaufen alles. 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 Auch die Kartoffelkohlsuppe und den Met. Aber siehe da, es läppert sich. Wir haben immer mehr Kohle. Okay, die tollen Sachen, die brauchen wir leider noch. Die wertvollen Sachen. Sehr schade. Sehr schade. Eigentlich muss ich mich jetzt entscheiden. Trage ich entweder eine Rüstung oder trage ich eine Novizenrobe? Weil dann kann ich das jeweils andere verkaufen. Ah, das ist immer so eine knifflige Entscheidung. An sich könnte ich aber auch die Rüstung. Ah, ich glaube, ich behalte die Rüstung und die Robe. Und dann, ja, ihr seht das dann später, was ich damit dann noch vorhab. Toll, 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 toll. Okay, dann wollen wir jetzt nach Weißlauf laufen. Nach Weißlaufen. Oder gehen wir erst noch zum Schmied hier? Och, komm, wir gehen erst noch. Ach nee, wir gehen Weißlauf zum Schmied. So. Aus der Stadt hinaus, aus dem Dorf. Den Flusswald. Und jetzt schon keine Ausdauer mehr. Da kann ja selbst ich weiter sprinten. Einmal quer durchs Dorf, das ist doch nix. Diesteln, diesteln. Na, na, na. Geht hier irgendwas ab? Wow. Boah. Ein Vogelschwarm. Wo wollen die denn so eilig hin? Oder fliehen die vor irgendwas? Nicht, dass jetzt hier von hinten irgendwie wieder ein Drache kommt oder so. Noch mehr Blumen. Oder auch Disteln. Wow, 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 wow. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist eine Krabbe. Boah, die sind aber auch fies getarnt. Ja, okay. War scheinbar keine so große Bedrohung, wie ich vorerst angenommen hatte. Und wir nehmen uns den Schlammkrabben-Chitin mit. Chitin. Haben das nicht eigentlich nur Insekten? Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Letztendlich bin ich da nicht so der Biologie-Experte. Aber wir wollen mal gucken, ob wir uns nicht wieder ein paar Zutaten reinziehen können. Da habe ich doch Lust drauf. So, Blumen. Oh, die haben uns noch gar nicht reingezogen. Die gibt es ja gar nicht. Schmetterlingsflügel auch nicht. Bären, Klauen, Disteln. Oh, Disteln machen Frostresistenz. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Falls uns zwischendurch dann mal ein Eisdrache begegnet, sind wir mit so einem Frostresistenztrank doch prima gewappnet. Geile Sache. Gut, dass wir das Menschenfleisch schon einmal probiert haben. Dann können wir uns weiteren kannibalistischen Tätigkeiten entziehen. Oh, la, 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 la. So, noch die violette Bergblume. Und das war's dann auch. Ah, und 50.000 Effekte hier auf einmal auf mich drauf. Aber gut. Ich leide auch mal für die Wissenschaft. Wie sich das gehört. Und für euch natürlich. So, weiter geht's. Bis nach Flusswald. Wie müssen wir da eigentlich laufen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg hier? Lass mal die lokale Karte ausmachen. So. Aha, aha. Ja, okay. Also wir müssen hier hin. Das weiß ich. Das ist ja auch Weißlauf. Aber irgendwie ist hier... Müsste hier der Weg sein und ich versuche jetzt einfach mal hier querfeldein darunter. Komm, ist ja egal, man muss ja nicht immer auf den Wegen. Oh, das ist ein Wolf. Ein Wolf. Stirb! Nein. So. Das war's auch schon mit dem Wolf. Da oben sind Pilze. Lecker, lecker, lecker. Diese ganzen, wie heißen die? Topinella, Topi-Dings, was auch immer. Tapinella. Tapinella-Pilze. Hm.
Lecker, lecker, lecker. Was bringen die noch gleich? Das will ich doch auch nochmal nachgucken. Ah, Magicka wiederherstellen. Das ist doch eine tolle Sache. Und da sehe ich schon mehr von den Pilzen. Ja. Also, Magie-Regenerationstränke kann man, glaube ich, eigentlich nie genug haben, wenn man vorhat, viel zu zaubern. Ist ja auch logisch. So, hier ist es jetzt. Da sehen wir auch schon die Stadt. Tolle Sache. Ja. Sieht man mal, dass das auch nicht immer verkehrt ist, hier einfach mal die Luftlinie zu laufen. Wer weiß, was man unterwegs noch so findet. Zum Beispiel Elche. Geil. Erstmal gucken, ob ich den erwische. Stirb. Ach. Oh, es ist gar kein Elch, es ist ein Hirsch. Ja. Okay. Scheinbar bin ich da zu blöd für, den zu kriegen. Obwohl, eigentlich hätte ich jetzt auch dafür mal Pfeil und Bogen nehmen sollen. Aber ich bezweifle auch, dass ich den damit direkt getötet hätte. Und dann wäre er auch noch abgehauen. Und dann wäre ich wieder nicht hinterhergekommen. Egal, verzichte ich halt auf den Elch. Hirsch. Sorry, was auch immer. Ist mir auch egal. Ist ja ein Fantasy-Spiel, da kann man sich das ja aussuchen. So, wir durchsuchen die Fässer. Tomaten. Noch mehr Tomaten. Waffe wieder einstecken, los. Und Kartoffeln. Ist da in dem Strohhaufen irgendwas drin? Was ist denn das Helle hier? Naja. Das ist auch nicht vielleicht Licht? Was hier, ja, Licht, was da oben durchkommt wahrscheinlich. Oh! Oh, da ist ein Riese! Den mache ich platt. Ja. Recht mächtig, der Riese hier, ne? So. Habe ich meinen ersten Riesen besiegt, würde ich mal sagen. Krass. Ihr schlaft euch wacker. Aus euch könnte noch eine anständige Schildschwester werden. Na, vielen Dank. Übrigens, man sieht das hier gerade ganz schön. Ich habe versucht, meine Stahlrüstung zu modden. Und leider ist mir dabei scheinbar ein Fehler unterlaufen. Und hier fehlt einfach mal so... Der Mittelteil vom Körper einfach ist nicht vorhanden. Ich weiß auch leider nicht, wie ich das wieder ändern kann. Das tut mir leid. Falls das jemand weiß, wie das geht, dann soll er mir das bitte sagen. Und ansonsten machen wir jetzt weiter wie gehabt. Was ist eine Schildschwester? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Okay, und mir fällt auch gerade auf, scheinbar hat der Typ auch keine Knie. Das ist doch auch mal was. Okay. Kriegergilde, oder zumindest sowas ähnliches. Das hört sich doch eigentlich schon ganz verlockend an. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ja, okay, das klingt ja schon mal interessant. Ihr seht stark. Dann will ich dem noch mal in die Augen schauen. Ich will ja wissen, was ich wert bin. Und dann mal hören, was der Kotlak so zu mir erzählen, mir zu erzählen hat über meinen Wert. Aber vorher sammeln wir hier noch Unmengen viel mehr Kohl ein und Lauch natürlich. Boah, und Schmetterlinge, Wahnsinn. Auch wenn die gerade irgendwie, die waren ein bisschen träge, ne? Die haben sich gar nicht bewegt. Das ist ja wie hier, war das nicht so, wenn man Schmetterlinge irgendwie einfriert oder unter einer bestimmten Temperatur, dass die dann quasi in so einem Winterschlaf sind und wenn die dann wieder auftauen, in Anführungsstrichen, dann wieder normal weiterleben, als wäre gar nichts gewesen. Auf uns wartet eine gute Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, hier kann ich noch mehr pflücken. Alles mitnehmen. Dass da keiner was gegen hat, dass ich hier den Bauern die ganze Zeit ihren Kohl abziehe. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ja, tut sie nie. Ich bezweifle, dass ich eurer Ernte gut tue. Aber gut, wenn dich nur das Wetter interessiert, soll mich das auch nicht stören. Verdiene ich mir noch ein paar Münzen extra mit deinem Kohl. So. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um alles. So, ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ja. So.
60 Gold hinzugefügt. Und wir haben wieder mal 30 Kohl verkauft. Dann sind das insgesamt schon 42 Kohl, die wir in den ersten paar Minuten hier gesammelt haben und vertickt haben. Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Mhm. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Das meiste davon stammt von meinem Hof. Warum sollte ich mir Gemüse kaufen? Ich will das doch nur verkaufen. Aber egal. Ich bin ja nur scharf aufs Gold. Baumstumpf. Wer fällt hier eigentlich die ganze Zeit die Bäume? Das ist ja unmöglich. Was ist das denn eigentlich hier vorne? Da möchte ich doch auch nochmal hin. Oh, Nester. Hühnereier. Cool. Cool, cool. Darf ich hier wohl die Hühner töten, ohne dass mich jemand behelligt oder umbringen will danach? Ich lasse es lieber sein, bevor wir wieder neu starten müssen hier. Mühlrad aktivieren. Das ist doch schon aktiviert. Dann kann ich hier ja gar nichts machen. Ist hier hinter irgendwas? Nee. Wie langweilig. Schiebt mich das weg, der Mühlstein? Tatsache. Oh, das sieht doch auch schick aus. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Was haben wir da? Noch mehr Fässer. Wäre doch gelacht, wenn da nicht noch irgendwas Praktisches drin ist. Tomaten. Noch mehr Tomaten. Oh, nochmal 4 Tomaten. Ha. Oh, dann sind da nochmal 3 Tomaten drin. Unglaublich, was die Leute hier so alles liegen lassen, ne? Versteh mal einer die Welt, ey. Gut. Dann wollen wir jetzt aber auch mal endlich in die Stadt. In die Stadt, in die Stadt, in die Stadt. Und pflücken vorher noch diese Bergblumen, die gar nicht auf dem Berg sind, sondern im Tal. Hier ist die Kutsche. Die Kutsche ist auch eine tolle Sache, denn dieser Kutscher ist so freundlich und fährt uns jederzeit von hier aus oder von irgendeiner anderen Stadt bis zu einer anderen Stadt eben. Also da kann man quer über die ganze Map reisen, ohne hier die ganze Strecke, die man hier dann hinter sich legen muss. Von Rifton bis nach, weiß ich nicht, bis nach Markert, komplett über die ganze Karte, muss man dann natürlich nicht selber laufen oder reiten, wenn man gerade ein Pferd haben sollte, sondern überspringt dann einfach die Reise. Für gerade mal ein paar läppische Goldmünzen, die ich ja sowieso immer dabei habe, weil ich ja so fleißig Kohl pflücke und verkaufe. Aber noch besteht dazu ja kein Grund, hier irgendwie wegzureisen. Wir sind ja gerade erst angekommen. Wer ist das? Rizard. Hm? Oh, ein Händler, wie es scheint. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Okay, er verkauft einen Besen. Wie praktisch. Wollen wir doch lieber erstmal gucken, was wir noch verticken können. Brauchen wir noch, brauchen wir noch, brauchen wir noch. Kuhfell, Stahlbarren. Okay. Lass er mich. Behalten wir mal lieber. Für Schmieden später kann man vielleicht dann noch gebrauchen. Wir gucken erstmal hier wieder Lauch verkaufen. Oh, das ist ja gar nichts wert. Aber Tomaten, da kriegen wir noch 25 Gold. Immerhin. Und sind jetzt schon fast bei... Ja, wir haben 522 Gold schon zusammengespart. So kann das gehen. Dann haben wir doch gleich schon Geld, um uns irgendwas ganz Tolles zu kaufen. Oh nein! 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 Jetzt habe ich den Ring verkauft. Den wollte ich doch eigentlich nur anziehen. So ein Scheiß. Na egal, dann müssen wir auf den jetzt verzichten. Möge euer Weg. Oh, das ärgert mich jetzt aber. Das ärgert mich jetzt aber richtig. Naja. Kann man dann wohl auch nicht ändern. Ah, scheinbar bin ich auch nicht der Einzige. Ach, das sind doch meine Freunde von vorhin, die mir geholfen haben, den Riesen zu besiegen. Oder auch umgekehrt, ich habe denen geholfen, den Riesen zu besiegen. Wahrscheinlich hätte ich das alleine eh nicht geschafft, denn so ein Riese, das ist schon eine Hausnummer. Die sind nicht umsonst und das Riesen. Naja. Ob da unten wohl noch irgendwas zu holen ist? Ist dann die Frage, wo man wieder rauskommt, ne? Ich springe einfach mal hier runter. So. Okay, scheinbar findet man hier gar nichts. Schade. Sein können, dass man hier noch tolle Sachen findet, die man sonst nicht kriegt. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Ein Geheimgang. Ich habe einen Geheimgang gefunden. Obwohl, so geheim ist da, glaube ich, gar nicht. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ach, wie kann ich dann Leute abschießen, die hier dann über die Brücke wollen oder hier durch? So ein Verteidigungs...
Punkt, weil alle natürlich erstmal, die in die Stadt wollen, hier im Kreis laufen müssen, ne? Nicht so drumrum. Das ist schon toll befestigt. Und da soll noch mal einer sagen, Markart wäre die sicherste Stadt. Aber gut. Zu Markart kommen wir später, beziehungsweise nach Markart. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Aha. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Genehmigung. Ich habe Nachrichten von Helden über den Drachenangriff. Das muss doch ziehen. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Ja, so schnell geht das mit dem Überreden. Und schon haben wir auch unsere Fähigkeit Redekunst auf 16 verbessert. Unglaublich. Unglaublich. Und das riecht doch schon nach Level Up. Da oben rechts in der Ecke sehe ich es doch schon. Da fehlen uns doch nur noch 20%. Bis zum Stufenaufstieg. Ja, und da ist es auch schon wieder so spät. Aber das ist mir doch egal. So, das ist Weißlauf. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Hier ist eine Schmiedin, die Adriane Avinici. Und die könnte man jetzt zum Beispiel, könnte man hier schon mal unsere ganzen Pelze einledern. Ah ne, das sind Umhänge. Übrigens auch gemoddet. Gibt's im normalen Spiel auch nicht. Aber ich stehe auf Umhänge. Sind eine geile Sache. Und deswegen. Aber dazu kommen wir auch später. Später. Noch mehr Leder machen. Und noch mehr Leder. Los. Tu es. Und noch mehr Leder. Und hier können wir vielleicht noch. Wir haben ja jetzt schon 11 Leder. Und ein Leder wird zu 4 Lederstreifen. Und deswegen können wir dann ja, weiß mal, weiß ich nicht. 3, 4 Leder zu Lederstreifen verarbeiten. Jetzt ist das relativ ausgeglichen. Toll. Kann man damit schon was machen? Wir können auch unser Schwert verbessern. Wir haben doch so einen Stahlbarren, oder nicht? Das müsste doch gehen. Ja, Tatsache. Guck mal, wie praktisch. Dann machen wir uns jetzt eins zu einem feinen Schwert. Das ist jetzt ganz fein. Herstellen, Gegenstand verbessern. Ja. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden. Also, das will ich jetzt aber überhört haben. Das ist nicht nur nicht schlecht, das ist fein, ist das. Ja, und macht jetzt auch einen Schaden mehr. Und ist 3 Gold mehr wert. Grandios. Okay, hier dürften wir jetzt noch nicht viel reißen können. Hier auch nicht. Einschmelzen können wir ja noch nichts, da wir ja mit der Spitzhacke noch nichts anfangen konnten. Beziehungsweise mit der Erzader, da wir noch keine Spitzhacke haben. So sieht's ja eher aus. Deswegen überspringen wir den Teil erstmal ganz grob. Nehmen den Lavendel mit. Und den auch. Was haben wir denn hier? Ein Zeichen im Holzbalken. Das wird bestimmt nochmal irgendwo relevant. Das Zeichen. Oh, hier sind ja überall Zeichen an den Häusern. Gebt mir euer Geld. Gebt mir euer Geld? Was? Wer? Ich helfe meiner Mutter ihr dabei, solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Boah. Morgen 10 Septime, Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Nein, bitte. Ich habe wirklich kein Geld, Breit. Morgen kriegt ihr 10 Septime. Aber bitte nicht schlagen. Was ist das denn für eine? Die knüpft uns erstmal vor. Was macht ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Boah, also was ist das denn für eine Rotznase? Die hätte es jetzt aber auch mal verdient, umgeschubst zu werden. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Muss dich mal wehren, es ist ein Mädchen. Naja, früher habe ich mich nachts rausgeschlichen und versucht, den großen Ochsen der Graumähn umzuschubsen. Und früher bin ich mit Mila auf das Dach der Drachenfeste geklettert. Da haben wir nach Vogeleiern gesucht. Aber sowas mache ich nicht mehr. Vater erwischt mich ständig und dann kriege ich immer Ärger. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich dachte, ich könnte ihm jetzt eigentlich also mit seinem Problem mit dieser Breit oder wie die auch immer heißt, helfen. Aber gut, wer nicht will, der hat schon, muss er ihr halt morgen die Kohle geben. Oder einen aufs Maul kriegen. Dass eure Familien ihre wichtig ist. Okay. Aber wir können uns das nicht leisten. Noch eine Sidequest. Wir hören jetzt einfach mal nicht überall zu, sonst werden wir nie fertig hier in der Stadt. Den ganzen Lavendel hier mitnehmen. Wer brüllt denn da rum?
emporgestiegen seid und nun unter den Sternen wandelt. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, also ihm scheinen nicht wirklich viele Leute zuzuhören. Habe ich so das Gefühl. Ja, okay. Dann setzen wir uns mal kurz hier hin. Hören uns das Gelaber an. Der lange Winter ist. Mhm. Ich atme nun in königlicher Tracht und gestalte dieses Land, das mir gehört. Dies tue ich für euch. Okay. Ich weiß jetzt auch wieder, warum ich nicht in die Kirche gehe. Das ist mir dann doch zu langweilig. Das wollte ich nochmal kurz gucken. Unter Magie, bei den anhaltenden Effekten, scheint alles in Ordnung zu sein. Weil an so einem Schrein hier bekommt man einen tollen Segen und wird von allen aktiven Krankheitseffekten geheilt. Und das hier oben ist übrigens, wie nennt sich das Ganze noch? Wir gucken mal kurz auf der Karte. Ach, haben wir noch gar nicht entdeckt. Das ist irgendwie hier die, weiß ich nicht, Drachenfeste oder sowas. Ja, Drachenfeste, genau, habe ich mich doch nicht vertan. Und hier sitzt der Jarl von Weißlauf, zu dem wir hin müssen. Aufgrund des Drachenproblems, was wir bei Helgen hatten. Und damit das Ganze natürlich auch nicht in Flusswald passiert, denn die Menschen dort haben wir jetzt auch schon lieb gewonnen. Die Gerdur und wie die nicht alle heißen und der Ralof, mit dem wir abgehauen sind und die wollen wir natürlich nicht im Stich lassen. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl die seinen. Das finde ich gut, ist mir aber egal. Oh, und hier drüben ist deine Zwillingsschwester, oder wie? Ah nee, das war doch noch ein bisschen, sich doch noch etwas besser gehalten. So, und hier ist der Jarl. Und da kommt auch schon jemand auf uns zu. Und hier werde ich dann mal speichern. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil.